Johannes Lukas, und zwar ist er stolz auf seine Boys, denn die Boys sind brutal, sagt Johannes. Ja, ich habe einen der Boys letzte Woche getroffen im Bunker, habe sogar mit ihm einen Formcheck gemacht. Der müsste, denke ich mal, diese Woche auf seinem Kanal landen, und zwar Milan. Und Milan ist auch in diesem Video zu sehen, zusammen mit Jeremy. Die beiden haben bald ihren Wettkampf. Ich habe mal ein bisschen vorgespult, was das Video angeht, wo Milan ein bisschen was von seiner Form zeigt. Also für 16 Jahre hat er wirklich unfassbares Potenzial, habe ich ihm auch ein paar Mal schon selbst ins Gesicht gesagt. Bleib am Ball, Junge, du hast wirklich vom Mindset her und auch von Genetikveranlagung hast du wirklich sehr gutes Potenzial. Milan hat bald auch seinen Wettkampf und wir gucken uns jetzt den neuesten Vlog von Johannes an, denn Jeremy soll auch sehr gut in Form sein. Ich bin gespannt. Wir labern nicht viel, gehen rein in die Reaction. Let's go. Ja. Der Bizepskopf wieder rausguckt, ne? Ja. In das Loch in der Schulter, Junge. Puh. Das können wir uns am Mittwoch reinziehen im Stream, sehr gerne. Ja, es ist schon, sieht schon gut aus, wenn ein bisschen Druck reinkommt, ne? Ja. Stark, ne? Die Schultern könnten noch ein bisschen wundervoller sein. Aber für Netti ist das schon in Ordnung. Ja, Naturalschultern. Für Netti und wen mit wenig Carbs, hast du auch nicht vergessen. Ja, und 16 Jahre noch. Außerdem, Mach mal T-Shirt hoch. Ja, Bauch ist nicht schwer. Ja, der hat leider eine sehr bescheidene Bauchgenetik. Leider, haben wir auch in seinem Video besprochen. Welche bei dir, ne? Ja. Bauch ist ganz klein. Also Fett hat er nicht mehr viel, aber die Bauchmuskeln sind halt klein. Wie bei mir. Ich habe auch eine scheiß Bauchgenetik. Aber ich muss auch zudem sagen, ich habe Bauch nie richtig ernsthaft trainiert. Außer in der Prep nie so richtig. Guck mal, wie Luft schon frei ist, ne? Frissen Bauch. Anspann. Tup. Ja, die Seite wird früher ready als hier vorne, ne? Ja, klar. Ja, ich glaube, und selbst der Hintern ist schon relativ frei im Vergleich zu dem Bauch. Das habt ihr alle unterschiedliche Probleme zu, ne? Lass mal gucken bei Jeremy, wo seine Probleme sind. Beine zeigen. Ja, da hebt ihr das für nachher auf. Oh, Junge, Beine sind bei dem wirklich für das Alter unnormal. Unglaublich, was hat der bitte für Beine, Digga? Das ist schon wirklich... Der Vergleich nachher neben Jeremy wird auch spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, das fühlt sich nicht... Johannes sagte mir, weil Jeremy habe ich an dem Tag nicht getroffen, als wir mit Heiko trainiert haben, aber Jeremy soll tatsächlich sehr abgezogen sein. Also er soll schon sehr shredded sein. Ich bin gespannt, ob der seine Form hier auch gleich präsentieren wird. Doch, es gibt einen Formcheck. Und wir gehen mal direkt rüber in den Formcheck, weil das ist... Wir gucken erstmal, was Jeremy zu berichten hat. Dann gehen wir rüber in den Formcheck. Nämlich beide werden verglichen. Ich bin gespannt. Gut an zu wissen, zu sehen, dass ihr so leidet, weil ihr einfach noch klein seid. Gut, wenn kleine Kinder leiden, Johannes, ne? Kleine Männer, Heranwachsende, ist kein cooles Gefühl, sag ich ganz ehrlich. Ja. Aber andererseits denke ich mir immer so, ja gut, aber okay, was ist mit dem Jeremy los? Warum ist denn der so ruhig? Alternative wäre zum Beispiel, saufen, kiffen, Drogen. Ja, die Alternative, die direkte umhängen. Alternative kann man natürlich schon sagen, wenn man normales, das ist natürlich das Schlimmste bei... Jeremy, voll ernst geworden auf einmal. Beispiel, was du sagen. Ja, das ist ein anderes Extrembeispiel. Aber auch, ich fände aber auch das Neutralbeispiel, was man nehmen könnte von einem normalen Krafttraining, wäre im Vergleich jetzt viel schlechter, weil die Lektion, die ich da mitnehme, natürlich mir geht es nicht, es ist jetzt nicht eine geile Phase, wo ich drin bin und so, yay, ich stehe auf, oh, zuerst mal eine Stunde Cardio, bevor ich irgendwas essen darf, lecker. Aber schlussendlich, nach dieser Zeit werde ich mir unglaublich dankbar sein, dass ich es gemacht habe. Sehr weise Worte hier von ihm. Ich nehme Lektionen mit, ich nehme Erfahrungen mit, ich wachse dran. Also man wächst an seinen Herausforderungen und an seinen Schmerzen. Ich habe auch das Gefühl, dass es dir content-wise, was dein Content angeht, schäme ich mich jetzt aktuell gerade nicht mehr so für das, was du da produzierst. Ja. Und das ist auch ganz angenehm. Also es bringt auch gute Seiten an dir hervor. Auf jeden Fall, ja. Und ich persönlich bin der Meinung, als Mensch, die besten, die wichtigsten Zeiten im Leben sind die schlechtesten und die besten. Die in den Zeiten. Richtiger Philosoph, alter Poet hier. Muss ja mal so gut geht, so neutral, das sind die Jahre, wo man dann einfach zurückblickt und so, ja, da habe ich gelebt, so wow. Aber in den Zeiten, wo es dir scheiße gegangen ist, das ist da, wo du zurückblickst und sagst, ey, da ist mir so scheiße gegangen. Und dann die Zeiten, wo es dir gut geht, so diese Extreme sind dann wirklich die, wo ich auch anziele und nicht diese neutrale. Überleg mal, der redet, als ob er schon 45 Jahre alt wäre. Und er ist gerade mal 16 oder 15, 16, ne? Krass, ne? Die Jahre damals im Kindergarten, ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Aber trotzdem, das, was er sagt, damit hat er nicht ganz Unrecht, ne?
Naja, ich sag mal so, natürlich bist du noch ein sehr junger Mensch, aber du hast schon mal gelitten, du bist schon mal gemobbt und so, du hast schon Zeiten gehabt, wo es dir schlechter ging. Ja. Aber glaub mir, es geht noch viel schlimmer. Du kannst auch ganz normal mit Kurzhanteln arbeiten als Frau, da brauchst du ja eh nicht viele Gewichte. Kannst Schrägbank drücken, eine Kurzhantel machen oder beispielsweise Flachbank drücken, easy. Ja klar, so, ich habe Essen auf dem Tisch, aber wenn ich es nicht esse. Die haben alle drei ein unterschiedliches Gewichtslimit, ist von der Körpergröße abhängig. Ich habe das jetzt leider nicht im Kopf, mein Lieber. Darf? Ich hätte es auf dem Tisch. So, wir gehen jetzt aber rüber, reicht jetzt hier direkt in den Formcheck, denn das wird, glaube ich, das Interessanteste sein an diesem Video, was wir uns natürlich nicht entgehen lassen werden. Let's go! Wie ist es eigentlich so für dich in der Diät im Vergleich zur Masse so jetzt? Ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe natürlich so Tiefpunkte, ne, wo ich mir scheiße fühle, einfach vom Tag beginnen. Aber ich brauche gute Tage, wie heute zum Beispiel, bin ich gut ausgeschlafen. Man sieht beide komplett andere Linie. Komplett. Ich mache mal eben den Chat ein bisschen auf Seite, damit man das hier auch alles vernünftig sieht, Freunde. Mich mache ich mal hier oben hin. Chat mache ich mal kurz kleiner, damit wir uns das Formcheck, den Formcheck hier auch in vollster. So. So können wir uns das alles reinziehen. Nochmal. Super Laune. Ganz unterschiedlich. Wie bist du heute ausgeschlafen? Er kann schlafen, du nicht, ne? Boah. Er schläft 10 Stunden durch. 10 Stunden schläft er. Egal, geht oder nicht. Aber wir wissen doch noch nicht. Laut seinem Posing, was ich jetzt am Donnerstag gesehen habe, kann Milan definitiv in die Classic rein, 100%. Wie es sein wird, wenn dein Körperfett niedriger ist, weil wir, eben habe ich dich alleine gesehen, da dachte ich mir, oh, sieht gut aus. Jetzt stehst du neben Jeremy und der ist natürlich schon... Ja, Jeremy sieht wild aus, Alter, so habe ich den eigentlich in Erinnerung. ...und wesentlich besser in Form. Und da sieht man mal deutlich den Unterschied, ne? Aber Milan ist auch gut in Form. Sobald er anspannt, sieht das Ganze direkt anders aus. Und Milan hat ganz klar viel besseres Posing als Jeremy. Also, das ist nämlich immer das Ding, wenn man es im direkten Vergleich sieht. Also, dass die Pose durchstehen, ne? Ja, von mir ist auch eine Grundstellung von vorne. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Ganz schnell, bam, einmal raus. Junge, krank das Gesamtpaket mit den Beinen auch von Milan. Ich komme nicht drauf klar, Junge. Damit. Wow, Grundstellung. Jeremy schnell an die Posen. Jeremy muss auch einfach die Beine anders stellen. Bisschen breiter. Auf der Bühne. Und mit dem Adduktor die Lücke schließen. Hast auch nicht so lange Zeit. Zack, raus. Fülldrehung zur Seite. Der müsste ein bisschen breiteren Stand haben, dann würde das gut aussehen. Also der braucht auf jeden Fall, müsste ein bisschen an seinem Posing arbeiten, weil Jeremy ist nicht schlecht. Der hat mich gerade wirklich beeindruckt hier. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber das, was ich hier sehe, das sieht echt stabil aus, Mann. Die Kampfrichter warten nicht, bis du in Pose bist, ja, Jeremy? Das heißt, relativ schnell und rein. Ohne Spiegel, weg, Kopf da vorne. Ja. Aber doch. Milan einfach zweimal so breit, ne? Geisteskrank. Obwohl Jeremy so schlank ist. Man sieht, dass Milan auch richtig gut am Posen ist. Der übt. Der übt, übt und übt. Der steht die Pose einfach perfekt. Wenn er jetzt noch Druck auf den Gluteus hat, was wir von jetzt aus nicht wissen, sieht man jetzt nicht. Aber falls ja, dann steht er die Pose einfach perfekt. Übt es ganz gut, ne? Besser als Paul? 100% besser als Paul. Zurück an sich bitte. Aber wow. Milan ist so tief, Alter. Das Milan ist einfach ein Fleischviech, ne? Wenn man diese Masse nach frei legt. Guck mal, der ist schon gut dabei. Dann ein netter Junge. Bisschen nach hinten lehnen, Milan, so wie Jeremy es macht. Jeremy macht es hier perfekt. Also für euch sicherlich auch richtig spannend zu beobachten. Ja, untenrum gar keine Sonne, natürlich nicht. Doppelbizeps von vorne, Jungs. Attacke. So, boah. Ein schöner Vergleich, ich bin froh. Krass. Jeremy, Alter, so ein Potenzial, der muss einfach sein Posing verbessern. Vor allem, was den Unterkörper angeht. Der steht da völlig falsch, der drückt die Beine komplett durch. Man sieht, Milan hat hier einen gleichen Knick. Ja, so musste man das auch machen und er streckt die Beine einfach nur komplett durch. Als ob er gerade auf der Beinpresse ist und die Beine einfach durchstreckt. Und das ist, Junge, was habe ich denn da gerade gemacht? Ich sehe es gerade, Katastrophe, nicht beachten bitte. Ja, also wenn er an seinem Posing ein bisschen arbeiten würde, dann wäre das Ganze noch krasser, weil er hat eine schöne Linie, der Junge, der ist gut abgezogen. Respekt auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall an seinem Posing arbeiten. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Gut, dass Jeremy mittlerweile seine Beine anspannt.
Eigentlich würde ich sagen, beugt die Knie ein bisschen mehr. Guck mal, Johannes ist es direkt aufgefallen, beugt die Knie ein bisschen. Aber dann kannst du sie wieder nicht anspannen, ne? Okay, Latissimus. Das ist halt Übungssache. Mit Milan haben wir auch schon darüber gesprochen, ob er vielleicht in einer anderen Klasse steht. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema, das besprechen wir noch in deinem YouTube-Video. Schönes Ding. Jeremy, super. Wirklich gut gemacht, alter Falter, Junge. Yep, 16 Jahre alt. Beziehungsweise jung. Chest. Und da sehen wir Milan noch ganz klar, wo auf jeden Fall, da muss noch richtig was passieren, ne? Weil du hast ja viel mehr Muskeln, aber die sind noch nicht so frei zu sehen. Deswegen sieht Jeremy mit weniger Muskeln trotzdem krass aus, ne? Ja. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Was hier wer krasser findet. Aber hier, wie du schon sagst hier im Chat, Stoman, Beinbeuger ist krass. Milan hat mehr Beine wie ich. Ich glaube, Milan hat auch dickere Beine als ich, ohne Witz. Der Beinbeuger von Milan hat so... Habe ich bessere Qualität, aber ich glaube, der hat die breiteren Schenkel, Digga, ohne Scheiß. Aufgefressen einfach. Bisschen mehr Fläche noch. Falsch, andere. Ja, ein bisschen mehr. Mach euch auf drei. Auf der Bühne pusten wir 30 Stunden. Ja, ist schön. So ist gut. Zeit Triceps hinterher. Auch kein schlechter Beuger hier, ne? Bei Jeremy, muss man ehrlich sagen. Okay, von hinten die Doppelbizeps. Interessant auch die Körperfettverteilung von Mina zu sehen. Am Rücken ist da relativ wenig dran. Ja, da kommt die Hüfte. Aber am Bauch hängt noch viel. Kommt ein bisschen nach oben, weil ich sonst... Ja, okay, so, genau. Öffnen, Jeremy. Ja, boah. Also in dem Licht brach... Im Rückenbereich, in dem Licht, wollte ich gerade sagen, sieht Jeremy deutlich besser aus als Milan. Und hier steht der auch vernünftiger. Guck mal, kaum geht der bisschen in die Hocke, wirkt das ganze Bein viel breiter. Ja, also ich betone nochmal, hier stehen immer noch zwei 16-Jährige, darf man nicht vergessen, ne? Milan, Junge. Tannerwetter, Junge. Ist krass. Meine Fresse, Junge. Er drückt vom Fleisch einfach. Und frontal, die Bauchbeine bitte. Aber beide haben auf jeden Fall Posen geübt und das sieht man auch deutlich in der Präsentation, ne? Ganz klare Geschichte. Viel, viel besser. Schlimm geschlappt. Ja. Gut, dass du die Vakuum auch kannst, Milan. Ja. Oh. Wenn man Milan so sieht, würde man niemals denken, dass der überhaupt eine Vakuum kann. Ne? Aber der kann die echt gut. Schlapp. Oh, brutal. Brutal. Und most muscular. Eine most muscular eurer Wahl. Ja, komm. Ah. Junge. Geil. Jungs, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin wirklich stolz auf euch beide. Ich kann er auch sein, wirklich. Haben die echt gut hingekriegt. Ich mach mal hier wieder alles so, wie es sein sollte. Kamera und Chat und dann gucken wir direkt weiter. Also da hat der Opa wirklich, muss ich sagen, gute Arbeit geleistet mit den beiden Burschen. Aber ich verfolge auch Milan auf Instagram. Jeremy jetzt tatsächlich nicht, aber Milan schon. Und ich muss ehrlich sagen, Milan ist wirklich sehr fleißig, zieht sein Ding jeden Tag durch. Jeremy macht gerade Auge, ja. Zieht seine Prep durch, nimmt das Ganze sehr ernst. Und wenn man das so angeht, dann kann man auch am Ende des Tages stark davon ausgehen, dass es ein gutes Paket wird. Weil der Junge gibt wirklich 100% jeden Tag und ich sehe es. Ja, wenn er jetzt noch nicht abends am Naschen ist, wovon ich hoffentlich ausgehe, dass er nicht am Naschen ist, dann, Digga, Respekt. Respekt. Das ist richtig cool. Ihr habt die Kurve nochmal bekommen. Ihr habt bis jetzt gezeigt, dass ihr durchziehen könnt. Aber jetzt kommt wirklich schon der unangenehme Part. Bei ihm schon mehr als bei dir, allein durch den Körperfettanteil. Nee, ich würde sagen, was heißt bei mir ist, habe ich auch manchmal schlechte Momente, ne? Aber ich kann mich halt aktuell noch ein bisschen zusammenreißen, deswegen geht es bei mir jetzt... Ja, aber warte ab, mit niedrigem Körperfettanteil geht die Energie nachher runter und so. Du fühlst dich allgemein ein bisschen schlechter. Ist auch ganz normal, weil der Körper will ja nicht verhungern. Und wir... Der Körper probiert ja, möglichst wenig Energie auszugeben, damit das ganze Körperfett, was wir haben, nicht weggeht, weil in der genau. Natur wäre kein Körperfett tot schlecht. Also schön, hast du schön Pebbles. Ja, aber ich will mich ja gar nicht... Dankeschön, Pebbles. Jetzt sieht's aus, all das du abonniert hast. Vielen lieben Dank. Jetzt hast du auch keine Werbung mehr. Beschweren, also ich habe mich da 100% dafür selber entschieden und mir geht's nicht schlecht. Ich habe aber ein bisschen weniger Energie. Ja, ich finde auch, wir sollten uns auch nicht zu sehr in die Opferrolle stellen, sondern wir sollten froh sein, dass wir überhaupt... Ja, Marc, du darfst nicht vergessen, der Junge ist noch 16, da ist alles noch sehr unreif, was die Muskulatur betrifft. Ja, da ist alles wirklich noch frisch. Der hat jetzt keine Partie, die wirklich brutal ausgeprägt ist, bis auf den Bizeps-Peak. Da war ich selber überrascht, denn echt, wie das aussieht, als ob der schon jahrelang am Eisen ist. Aber ich denke, mit der Zeit wird es kommen. Klar, die Jungs haben überall Baustellen, Schwachstellen, aber fürs erste Mal mit 16, Digga, das ist so ein Potenzial. Wenn der jetzt noch
wie gesagt, wenn er, hier haben wir noch einen Kommentar, Milan, bis er 18 ist noch natural und dann soll er das Naschen anfangen, wenn er mit dem Fleiß dranbleibt, hat er eine große Zukunft vor sich. Sehe ich das nicht? Also das wird man dann sehen, wenn Milan, also ich kenne ihn jetzt persönlich, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, also wir haben uns schon mal unterhalten über die Thematik und ich glaube tatsächlich, wenn er, ja, so wie du geschrieben hast, mit, ja, das Problem ist natürlich, ist mit 18 ist es noch wirklich sehr, sehr jung anzufangen zu ballern. Es ist jung, natürlich, aber wenn wir uns jetzt, die, wenn Milan wirklich vorhat, irgendwann da oben zu stehen auf dem Mr. O, zum Beispiel jetzt, oder seine Pro-Card haben will oder sonstiges, die Altersklassen oder wie soll man sagen, das Alter, es wird immer jünger. Bestes Beispiel, Luca Rega oder jetzt der Pole vergangenes Wochenende, der den vierten gemacht hat auf der Pro-Show in der Classic, 21 Jahre alt. José, auch 21, 22. Also die Jungs von der Elite, die werden immer, immer jünger. Ja, und natürlich ist es Schwachsinn, mit 18 anzufangen zu ballern. Aber so ein Luca Rega, ich nehme den jetzt als Beispiel, weil der einfach, wir kennen ihn alle und der ist jung. Der hat, denke ich mal, auch mit 17, 18 angefangen, sonst wäre der nicht jetzt da, wo der ist. Ja, es hängt natürlich immer von deinem Ziel ab, hängt immer von deinem Ziel ab. Aber trotzdem würde ich es niemandem ans Herz legen, in dem Alter damit anzufangen. Selbst mit 18, 19 wäre mir das noch ein bisschen zu früh. Ich meine, es ist immer scheiße, damit anzufangen, aber am Ende muss es jeder für sich selbst wissen. Ja, es ist euer Körper, eure Entscheidung, was ihr damit anstellt. Ich kann euch nur meine Meinung sagen. Ich finde, es ist Schwachsinn. Allgemein, ja, bei dem ganzen Spaß, den wir machen, muss man wirklich sagen, ist die Distanzierung vom Medikamentenmissbrauch schon sehr wichtig, ja, dass man da auch irgendwo der Jugend eine Message weiterleitet, weil ich habe oftmals im Postfach wirklich Nachrichten von Jungs, die sind nicht volljährig und die schreiben mir da ihren Stoffplan auf, wo ich mir denke, Digga, das muss nicht sein. Die kriegen dann wirklich auch immer von mir eine Ansage, ja, die kriegen von mir jedes Mal eine Ansage oder wenn die mich fragen nach SARMs, weil ich mich nicht traue zu spritzen, kann ich die Tabletten benutzen? Nein, kannst du nicht, du Spinner. Trainier erstmal in Ruhe, lange, werd erstmal erwachsen und dann kannst du definitiv irgendwann dir darüber Gedanken machen. Aber ich bleib der Meinung, sobald Essen, Ernährung, Mindset nicht passt, Essen, Ernährung, Essen, Training, Mindset nicht passt, sollst du wirklich nicht damit anfangen erstmal. 100%. Anzeige, merkst du Nebenwirkungen? Definitiv hat man gewisse Nebenwirkungen. Also ich jetzt nicht, ich bin ja natural, aber mein Halbbruder Nillian, der hat, natürlich hat der ein paar Nebenwirkungen. Das Haar wird dünner in der Prep, der Schlaf wird beschissener. Nach der Prep ist die Libido ganz weit oben, wie aktuell bei Nillian, ja. Das sind alles, sind auch Nebenwirkungen, sind irgendwo positive Nebenwirkungen. Vielleicht für manche kann das störend sein, wenn man so eine erhöhte Libido hat, aber das sind auch alles Nebenwirkungen, weil man das sonst nicht bekommen würde, wenn man natural bleiben würde, hätte man nicht diese Libido bis zum Kosmos. Als Beispiel jetzt, ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei OAs gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder OAs. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.